Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Dieses Video ist dem Thema Wohnzimmer gewidmet. Wie gestalten wir Wohnzimmer kinderfreundlich, so dass unsere Kinder in unser Wohnzimmerfamilienleben integriert sind und den gleichen Beschäftigungen nachgehen können wie wir Eltern? Dieses Video ist ein Teil der Videoreihe Montessori Step by Step, wie ihr Montessori zu Hause schnell und unkompliziert einführen könnt. Hier gebe ich euch meine Tipps und Empfehlungen, wie ich damals angefangen habe und was bei mir funktioniert hat. Und mein erster Tipp ist, mit der vorbereiteten Umgebung zu starten. Daher sind wir hier im Wohnzimmer. Die Vorbereitung vom Eingangsbereich, Küche und Essbereich haben wir bereits besprochen. Die Videos werde ich in der Infobox verlinken, dann könnt ihr nachschauen, falls ihr an diesem Bereich arbeitet. Im Wohnzimmer verbringen wir ziemlich viel Zeit. Wir unterhalten uns oft im Wohnzimmer. Wir entspannen uns im Wohnzimmer. Wir spielen vielleicht Spiele oder lesen ein Buch. Und die Kinder wollen natürlich das Gleiche machen. Die Kinder begleiten uns überall, vor allem die kleinen Kinder. Und die wollen alles tun, was Mama und Papa machen. Deswegen ist es schön für Kinder, eine bestimmte Kinderecke zu haben, wo die Kinder ihre Sachen haben können, wo die Kinder auch den gleichen Beschäftigungen nachgehen können wie wir Erwachsene. Dafür brauchen die Kinder auch entsprechende Möbel oder entsprechende Sachen, die wir gleich besprechen. Als dein Kind noch ganz klein war, als es noch Baby war, hast du bestimmt auch irgendwo eine Ecke in deinem Wohnzimmer organisiert. Hast du dort wahrscheinlich eine Krabbeldecke hingelegt, wo das Baby drauflegen konnte, wo das Baby wach sein konnte und spielen konnte. Nun mit der Zeit wächst das Baby und bekommt mehr und mehr Spielsachen. Und manchmal sammeln sich die Spielsachen im Wohnzimmer und es wird mehr und mehr und mehr. Und es kommt so zu einem Punkt, wo das Wohnzimmer von Spielsachen einfach überquillt. Die Sachen von Kindern übernehmen das ganze Wohnzimmer. Du weißt es nicht, wo der Kinderbereich endet und wo dein Erwachsenenbereich anfängt. Und oft kommt man zu einer Chaos-Situation, was Spielzeug angeht, in einem Wohnzimmer. Wie handelt man diese Situation in einem Montessori-Haus? Normalerweise gibt es im Montessori-Wohnzimmer keine großen Spielzeugkisten, wo die Kinder ihre Spielsachen aufbewahren. Es gibt lediglich nur ein offenes Regal. Das Regal seht ihr hinter meinem Rücken und dort werden ein paar Spielsachen platziert. Hinter meinem Rücken ist ein Regal aus IKEA. Es sind 8 Fächer und dort haben die Kinder nur 8 Spielsachen auf einmal. Und das ist Regal für 2 Kinder. Nachher werde ich euch ein paar Tipps geben, wie macht ihr das, wenn ihr mehrere Kinder habt. Die Kinder haben nur 8 Spielsachen auf einmal. Die anderen Spielsachen, Spielzeugen, Materialien wird irgendwo an einem sicheren Ort verstaut. Es wird nicht zugänglich zu den Kindern gemacht, sondern die Eltern verstauen das, sei es im Keller, sei es irgendwo im Schrank, wo man Aufbewahrungsmöglichkeiten hat. Und mit der Zeit, wenn das Kind Interesse verliert und die Spielsachen, die gerade auf dem Regal sind, nicht interessant werden, bringt die Mama die Spielsachen aus dem Aufbewahrungsort wieder rein. Das Kind freut sich, das Kind denkt, dass es jetzt was Neues ist. So behält man das Interesse des Kindes. Das Kind ist nicht überfordert und im Wohnzimmer ist keine Menge von Spielsachen und das Wohnzimmer überquillt nicht von Spielzeug. Wie genau du so ein Regal organisierst, welche Prinzipien sind dabei zu beachten, welche Spielzeuge kauft man im Montessori Home, das habe ich alles in diesem Video erzählt. Ich werde euch das alles unten auch nochmal verlinken und das kannst du nachschauen für weitere Informationen und für Tipps, wie du auch so ein Regal zu Hause einrichten kannst. Wie ich bereits erwähnt habe, dieses Regal hat 8 Fächer und das wird von unseren beiden Kindern genutzt. Natürlich, wenn du mehrere Kinder hast, musst du nicht in deinem Wohnzimmer mehrere Kinderecken einrichten, sondern es reicht nur eine Kinderecke, die auch funktional für beide Kinder gemacht wird. Wenn du noch ganz kleines Kind hast, zum Beispiel ist es ein Baby, dann empfehle ich bei so einem Regal, was 2 Ebenen hat, die untere Ebene für das Baby einzurichten und die obere Ebene für das ältere Kind. Unten kann das Baby die Sachen nehmen, das Baby hat Zugriff drauf, aber wenn das Baby noch nicht so ganz mobil ist und kann sich noch nicht hochziehen und kann das Baby nicht zu den Sachen des älteren Kindes rankommen. Das ist der Vorteil und das ist einfach ein Trick, wie man das
für zwei Kinder einrichtet. Später, wenn das Baby etwas mobiler wird, wenn das Baby sich hochzieht, natürlich wird er sich sehr für die Sachen von seinem älteren Bruder oder älteren Schwester interessieren. Das ist immer sehr spannend, was die Älteren da haben und womit sie spielen. Deswegen empfehle ich Sachen, die jetzt bedenklich sind, die so kleine Teile haben, wo das Baby sich dran verschlucken kann, in einem Container zu machen. Zum Beispiel diese Woche, ich rotiere die Sachen einmal in der Woche. Das heißt, die Kinder bekommen jede Woche neue Spielmaterialien. Es sei denn, das Interesse besteht noch an den Sachen, an dem Material, was sie jetzt noch haben, dann bleibt es noch auf dem Regal. Wenn das Interesse nicht da ist, dann nehme ich das Material und bringe das neue Material wieder rein. Und diese Woche haben wir was zum Aufwedeln. Das hat mein Baby was zum Aufwedeln. Also das Baby hat was zum Aufwedeln und meine Tochter. Sie hat natürlich ganz kleine Teile, die ich ungern meinem Baby oder meinem kleinen Kind bereits geben möchte. Deswegen ist es in diesem Container. Es hat einen Deckel und mein Kleinkind kann es noch nicht aufmachen, weil er hat es noch nicht gelernt, den Deckel aufzumachen. Von daher in dieser Situation kann ich in diesem Container das aufbewahren und keine Angst haben, dass er mit diesen Sachen spielt. Dieser Tipp ist auch eigentlich ganz gut, um die Streitigkeiten zwischen den Kindern zu vermeiden. Falls der Große irgendwas aufbaut, ja, zum Beispiel an einem Lego-Haus arbeitet und was Großartiges baut und das dauert lange, empfehle ich dem Kind zu sagen, dass er das Ganze irgendwo auf die Höhe bringt, zum Beispiel an einem Tisch das macht, so dass der kleine Bruder oder die kleine Schwester nicht rankommen können und nicht die Sachen kaputt machen können. Weil oft ist es so, dass die Kleinen sich natürlich dafür interessieren, sie kommen dran, die machen die Sachen kaputt, die Großen sind frustriert, es kommt zu Streitigkeiten. Um das Ganze zu vermeiden, kannst du einfach diesen kleinen Trick nehmen, dass du die Sachen bei dem Großen irgendwo hoch platzierst und er kann in Ruhe dran arbeiten, er kann in Ruhe was aufbauen und der Kleine stört ihm nicht dabei. Was auch gut ist, in einem Wohnzimmer zu haben, ist ein kleiner Tisch, ein kleiner Stuhl, wo das Kind sich hinsetzen kann und malen kann oder das Buch lesen kann. Oder das Material, was es auf dem Regal hat, zum Tisch bringen und dort arbeiten. Nächster Punkt sind die Bücher. Es ist wichtig, in dem Wohnzimmer auch einen Platz zu haben, wo die Kinder ihre Bücher lesen können. Sie sehen uns beim Buchlesen im Wohnzimmer und sie würden vielleicht mit uns zusammen ein Buch lesen, gemeinsam das Buch lesen. Wenn du an der Wand Platz hast und ein Regal anbringen kannst, empfehle ich immer, die Bücher so zu platzieren, dass die Kinder, die das ganze Buch sehen, die Kinder können noch nicht die Bücher nach Bücherrücken sortieren. Deswegen ist es gut für die Kleinen, die Bücher mit dem Titel nach vorne zu platzieren, so dass sie sehen, was sie eigentlich aussuchen möchten und lesen möchten. Wir haben jetzt nicht so viel Platz an der Wand, deswegen stehen unsere Bücher in einem Bücherkorb. Es müssen auch nicht so viele sein. Dadurch, dass wir zwei Kinder haben, haben wir die doppelte Menge. Zwei, drei, vier Bücher maximal reicht aus. Und wie gesagt, bei den Büchern hat man das gleiche Prinzip, und zwar Rotation. Die meisten Bücher werden irgendwo sicher verstaut und man bringt nur zwei, drei, vier Bücher auf einmal. Die Kinder genießen das, die Kinder lesen das und wenn er merkt, dass Interesse vorbei ist, holt er wieder die neuen Bücher aus dem Aufbewahrungsort heraus und die Bücher, wo kein Interesse mehr besteht, könnt ihr wieder sicher aufbewahren. Was wir auch immer im Wohnzimmer haben, sind Spielsachen, die sogenannte Kreativität fördern. Das sind ja verschiedene Lego-Bausteine bzw. das sind Duplo-Bausteine. Oder wir rotieren das auch. Wir haben alternativ Magnete, mit denen die Kinder auch was bauen können und einfach ihren Fantasien freien Lauf lassen können. Oder es könnte Eisenbahnstraße sein und so weiter. Also die sogenannten Open-Ended-Toys, die Kreativität und Fantasie anregen. Wir haben noch im Wohnzimmer so aufgehängte Schränke und in einem von diesen Schränken sind auch Kindersachen und zwar sind hier Malsachen, Pinsel, Stifte und so weiter. Es gibt noch eine Kiste mit Knetsachen, aber die nutzen das gerade. Das empfehle ich auch in dem Wohnzimmer vielleicht einen Bereich eurem Kind zu widmen und vielleicht noch extra ein Regal dafür einrichten, wo die Kinder diese Sachen, womit sie kreativ sein können, aufbewahren können. Oft hört man auch im Wohnzimmer Musik. Und da kann man natürlich überlegen, wie man dem Kind eine Möglichkeit gibt, das auch selbstständig zu machen, indem das Kind auch vielleicht
vielleicht sowas, ja, CDs hat, wo das Kind selbstständig drankommen kann und die CDs reinschieben kann. Also das kann meine Tochter machen, wobei Andreas ist auch schon ziemlich geübt in dieser Sache. Man kann auch für Kinder so einen extra Player kaufen, nur für Kinder, womit sie Musik hören können, oder es könnte Tonybox sein und so weiter. Wir haben das jetzt nicht gemacht, weil ich finde, CDs ist schon auf einem absteigenden Ast eigentlich, und dann noch zusätzliche Geräte dafür zu kaufen, finde ich jetzt inzwischen nicht nötig. Also, um das zusammenzufassen, braucht man eigentlich nicht so viel. Es ist schön für das Kind, in einem Wohnzimmer auch eine kleine Spielecke zu haben. Vielleicht definiert er die Spielecke mit einem Teppich. Nach Montessori holt man auf jeden Fall ein offenes Regal und platziert die Spielsachen auf dem Regal. Es ist auch schön für das Kind, einen Kindertisch zu haben in dem Wohnzimmer, wo er sitzen kann, wo das Kind vielleicht lesen kann, wo es das Kind kneten kann, malen kann. Eine Kiste mit den Büchern. Vielleicht Sachen für kreatives Spiel ist auch gut angebracht. Im nächsten Video bewegen wir uns Richtung Bad. Ich werde euch zeigen unser Badezimmer, wie wir das kinderfreundlich eingerichtet haben, so dass die Kinder auch die Pflege eigener Person machen können. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, bitte vergiss nicht, mit deinen Freunden zu teilen, auf das Like-Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, falls es noch nicht erfolgt ist. Vergiss auch nicht, auf das Glöckchen zu drücken, dann wirst du informiert, wenn ich dieses Video über das Badezimmer hochlade. In der Zeit, wo du auf dieses Video wartest, empfehle ich dir, diese Videos noch anzuschauen. Dort findest du weitere hilfreiche Tipps und Informationen zum Thema Montessori. Schreib mir bitte in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt, eure Anregungen, eure Ideen. Ich unterhalte mich sehr gerne mit euch in den Kommentaren. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!